Schlawiner. Am Fastnacht sind wir halb Zigüner. Wir trinken Viola Bolöpfe Mosch. Hey! Auf der Mann, schöpfe Glas Pusch. FCA! Oh. Was ich eigentlich will. Irgendwie die Bühne rocke, neben Herrn Müller schocke. Die hockt sich jetzt das Füdle wund, weil sie nicht weiß, was alles gut. Hättest du heute so nicht so pressiert, wär mir das mit dem Hühn auch gar nicht passiert. Nein, gut noch, hast du warten. Opa, komm hinter die Bühne, eine Schachtel aus Bord. Dann weiß ich, die zwei Hyäner, also die sind versorgt. Ja, Fußball soll mein Thema sein. Natürlich, wenn ich schon Weltmeister bin. Gell, denn haben wir es diesmal Zeit. Brasilien hat die Tour vergeigt. Der Joki macht zum Namen Ali R. König der Löwen, das war er. Trainer des Jahres. Ein sau cooler Mann, der nicht nur richtig Hochdeutsch kann. Aber jeder Spieler hat's kapiert, was letztendlich zu dem Erfolg geführt. Vier Stern, das dürfen wir jetzt zeigen. Ich tue mich in Erfurt vor der Mannschaft verneigen. Seit solchen Stunden sage ich unverfroren, sind schon so manche Idole geboren. Aber wenn dann so ältere gesetzt die Frauen nur noch Bildli und Body vom Neymar abschauen und sage dann zu ihrem Mann, löge mal dagegen die Wanze an. Und selber grad auch nicht rank und schlank. Lebe die Oma, dann ist mir krank. Das war zwar schon vor einem halben Jahr der Fall. Ich glaube, inzwischen ist sie auch wieder normal. Ronaldo, Sportler des Jahres. Okay, ich weiß nicht, wer dem die Stimme hat gegeben. Aber seine Blatter ist umgelaufen. Überhaupt nicht frustriert. Ich frag mich nur, wer den immer schmiert. Cristiano Ronaldo soll's denn sein. Denn Weltmeister, Weltmeister, das wird der nie. Diese wird nie ein Stern können zeigen, aber vor seiner Leistung tue ich mich in Ehrfurcht verneigen. Und übrigens, wie die Frauen sehr begehrenswert.
Und wenn ich ein wenig älter wäre, wäre der weg vom März. In der WM gäbe es noch viele gute Einzelakteure. Fuselle wird man dann nächstes Mal von Russland hören. 2022, dann im Wüstenstaat Katar. Da ist ja überhaupt noch nicht klar. Denn bei 40 Grad im Schatten zur selben Zeit, das packen Spieler, aber auch Zuschauer nicht. Vielleicht da bei uns, das wird sich noch zeigen. Aber dann geht die mich auch in Erfurt vor der FIFA verneigen. Was geht bei uns, was ist da los? Eingesperrt wird der Bayern-Boss. Hoeneß Uli, der Vorzeigemann, soll grusig Geld, Dreck am Stecken haben. Führt der Bayerns Geld geschickt, mit Millionen und viel Glück. Bis er gewarnt wird, also gewiss nicht von mir. Die Steuerfahndung hätt ihn im Visier. Hätt's der doch tatsächlich ausprobiert und alles am Fiskus vorbei jongliert. Und dann der Knall, erst 6, dann 18, ja do schau hin, über Nacht sind's dann 28 Millionen Dank. Er hat Mäse im Bau. Und ich will euch zeigen, in dem Fall dürft ihr mich echt in Ehrfurcht verneigen. Nein, nicht vor selben Vollmond gesehen. Das war aus Ehrfurcht vor dem Hohen Gericht. Nochmal einer, ich glaub, ich bin, kauft sich einen Sportwagen und man sieht ihn auch drin. Fahrt öfters mal in die Radarfalle und hätt, damit ihr das jetzt schnalle. Jetzt ist die Falle zugeschnappt, denn die Polizei hätt ihn ertappt. Und stelle fest, Herr Jemine, die Fahrerlaubnis ist nicht okay. Von Königin Beatrix und Arjen Robben unterschrieben. Das war dann doch zu übertrieben. Und das, wenn unsere Vorbilder sind, Marco Reus, das gilt auch für die. Dass sie was beschönigt. 90.000 Strophen, das war viel zu wenig. Obwohl ich die mag und du Sportler viel rasch zeige, doch kann ich mich niemals in Ehrfurcht verneigen. Der BVB und Freiburgs SC wird man schon in der zweiten Liga sehen. Die haben einfach Evin Pech. Oder andere Spiele gegen die Evin Frech. Aber in der Rückrunde bin ich mir sicher, werde die es euch zeigen. Da will ich mich heute schon in Erfurt verneigen. Und das glaub ich als alter Haas. Nein, ich weiß es genau, ihr schaffe das. Aber jetzt zum FCA will ich auch noch etwas sagen. Ich tue ja auch denen ihr Trikot tragen. Also der Mürsermeid tut sich als erster Vorstand zeigen. Da er nicht aktiv spielt, kann er auch nicht vergeigen. Er nervt als nur mit seinen Sprüchen. Sieht Augen aufsteigen, das wäre fürchterlich. Für uns Kleine denn ungeketzt,
dann wird der Platz fürs Training erst recht im Absatz. Und Halle, wenn man es mal richtig schaut, hätte man eh nur für Tischtennis und Turnverein gebaut. Will Dodri ein anderer Verein und man hätt's Auge zäh, dann darf der nicht, das soll's doch nicht gehen. Wo blieb da die Berechtigung? Die 5 Grad minus auf dem Rasenplatz. Ja, da dafür bin ich noch zu jung. Herr Deutschmann, jetzt überlege mal Sie. Und bin eine Lösung, wär's ein Grund für mich. Aber da steht die, erst wenn so viel ich zeige, ich tät mich auch öffentlich vor Ihnen verneigen. Doch so wie es aussieht, blieb ich, ihr verzeihe, eine FC-Jugendspielerin vor Auge im Freien, die im Süderli Andreas und im Eugen Rudi Yvette das beste Team als Trainer hat. Die Anerkennung will ich euch zeigen und tue mich aus dem Grund vor euch verneigen. Ja. Ich fühle mich wohl, wenn auch nur von Böben umgeht. Ich bin robust, mir tut nicht die übers weh. Ich lehre dort die Beherrschung vom Ball, Flugbahnberechnung und der Drall. Mir eben praktisch und hen auch Theorie, so soll es schon fuchlei auf sie. Mein Papa, dem sei kicke nüt, wie gut, dass es da noch mein Großvater gibt. Und vor allen Dingen ist mit dem eben nicht schwer. Ich bin ja 1000-mal schneller wie der. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gesagt. Gliese wird jetzt heim ins Jenerhaus treit. Sie darf mal wieder mit, das sei ihr Trost. Auf der FCA und die Maskottin. In Gottes Namen Prost.